Und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir jetzt hier das Gewölbe gemacht und wir sollen uns jetzt Zugang zum Gewölbe der Aphrodite verschaffen, beziehungsweise zu noch einem verschaffen. Und diesen Bereich hier haben wir jetzt abgeschlossen. Ich werde mich jetzt aufmachen zum nächsten Bereich, wenn ich hier denn jetzt mal richtig klicken würde. So, da oben müssen wir hin. Da werde ich jetzt hingehen. Werde euch das aber ersparen, den ganzen Weg bis dorthin zu finden. Und wir sehen uns gleich im Gewölbe wieder. Perfekt. So, wo müssen wir hin? Questbereich. Das ist schön. Aber was muss ich hier machen? Ist das hier jetzt ein Gewölbe? Verschaffe dir Zugang zum Gewölbe der Aphrodite. Da stehe ich ja jetzt quasi gerade dran. Ich denke mal, dass das da unten ist, aber ich weiß es halt nicht. Oh, ja, so geht's auch. In der Hoffnung, dass die Wurzel verschrumpeln würde, träufelte Phönix die Tränen. Nein! Nein, Adonis, mein Herz! Warum lässt mein Verstand dich nicht gehen? Was passiert mit mir? Ups, ich gehe besser zu Aphrodite. Aphrodite hat Adonis wirklich geliebt. Und ich habe sie mit Hephaistos verheiratet. Ja, Adonis bedeutete ihr alles. Das mit dem Eber war meine Schuld. Bitte was? Ich meine, ich habe ihn nicht umgebracht, aber auch nicht gerettet. Ich habe Aphrodite nicht zugehört. Ja. Moment, Aphrodite soll irgendwo in der Richtung liegen? Okay. Wollen wir mal schauen. So. Über oder unter der Wurzel oder... Das sind alles nette Schweinchen hier, oder? Wahrscheinlich ist er jetzt auf der Wurzel, bei meinem Glück. Hallo, du bist ein nettes Schweinchen, oder? Bist du ein nettes Schweinchen? Ah, und so schön süß und klein. Nein, okay, das sammeln wir jetzt noch eben ein. Ich denke mal, dass sie hier oben ist. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, spring hoch, komm. Nein, ich sagte hoch und nicht runter. So, ja, Questgebiet. Sehe ich sie hier irgendwo? Nee. Hä, bin ich denn doof? War eine rhetorische Frage. Aber trotzdem, wo ist sie denn jetzt? Soll noch weiter vor mir sein. Vor mir rechts, in die Richtung. Was ist denn da? Eine Truhe. Ah, sehr schön. Also, irgendwo hier soll sie sein. Okay. Okay. Aphrodite, bitte, sag mir doch, was los ist. Ich weiß zu schätzen, dass du mir helfen wolltest, aber du hättest das wirklich nicht tun müssen. Ich dachte nur, wenn wir die Wurzel bewegen, könnte ich deine... Ich kann die Wurzel problemlos bewegen. Jedenfalls, seit du sie mit Meeresschaum gewässert hast. Also, danke. Aber du musst dich wirklich nicht mit meiner Essenz beschäftigen. Halt! Ich habe das alles umsonst ertragen? Die Tränen? Diese eklige Nettigkeit? Wenn du nicht unsterblich wärst, wärst du tot für mich. Hermes,
Meine niederträchtigste Eifersucht, meine selbstverliebten Glaubenssätze sind dort verschlossen. Warum sollte ich sie mir je zurückwünschen? Gut, du warst nicht gerade die wohltätigste Person, aber das ist ja nicht alles. Erinnerst du dich nicht, wie lustig es war, über die anderen Götter zu tratschen? Über Heras hässliche Festgewänder? In dieser senfgelben Schärpe sah sie aus wie eine verdorrte Möhre. Nein, das war alles Zeitverschwendung. Ich hätte mehr sein können. Ich war nie genug. Was in aller Unterwelt redest du da? Nie genug? Nach wessen Maßstäben? Wovon redet sie denn da? Keine Ahnung. Es hat keinen Sinn. Sie will es nicht hören. Versuch's doch mal mit anderen Göttern. Nein, das wäre nur halb so lustig. Wohltätigkeit ist ja gut und wichtig, aber doch nicht von Aphrodite. Ihre Art machte die Welt erst interessant. Sie hat den Dingen den richtigen Pfiff gegeben. Sie hat buchstäblich die Welt verändert. Sie hat immerhin den Trojanischen Krieg angestiftet, damit sie die Schönste sein kann. Das ist es! Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, einen Krieg anzuzetteln, Hermes. Nein, wir bringen ihr den Preis, den ihre Eitelkeit ihr eingebracht hat. Den sie so sehr wollte, dass sie sogar Kriege geschehen ließ. Wenn sie ihn sieht, will sie ihren alten Pfiff vielleicht doch zurück. Den Apfel der Zwietracht? Den Apfel der Zwietracht! Ich mache mich sofort auf die Suche. Gut, sie ist gerade einfach langweilig. Ich kann keine Bemerkung über Persephones Frisur machen, ohne dass sie anfängt, von ihren hungrigen Seelen zu labern. Mir fehlt die alte Aphrodite. Oh, armer Kerl. Aber wo ich gerade eben den Elch hier gesehen hatte, mir hat man nämlich gesagt, dass man den wohl zähmen kann als Reittier. Das würde ich gerne versuchen. Jetzt haben sie natürlich hier keinen mehr. Da oben, nee, da oben leuchten die. Das sind bestimmt Gegner, die dabei sind. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob man die Schweinchen da hinten nicht irgendwie zähmen kann, dass man auf denen reiten kann. Müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht auch die Bären. Vielleicht kann man ja alles hier als Reittier benutzen. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Solange die halt eben gut sind. So, Moment. War das? Das war doch mit Y, oder nicht? Nein! Du Arsch! Du blöde Kuh! Du solltest dich hinhocken und den nicht angreifen. So hockt man sich hin, Mädels. So. Mein Gott. Kann man dich zähmen? Kann man dich zähmen? Guck mal, hallo. So als Reittier. Ja, gib mir ein Küsschen. Okay, dich kann man offensichtlich nicht zähmen. Schade. Hätte ja klappen können. Da oben ist noch eine Bogenherausforderung. Oh, das nehmen wir noch direkt mit hier. Ach ja, anscheinend kann man wohl doch nur alles zähmen, was irgendwie vier Beine hat oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, woran ich sehe, ob ich es zähmen kann. Eigentlich nur, wenn ich davor stehe und wirklich auf Zähmen gehe. Das ist nochmal 1000 weg. Das schauen wir jetzt nochmal eben. Das ist blöd, weil ich wollte eigentlich mal versuchen, mich hier diesen blöden Idioten, dem Achilleus, zu stellen. Finde den Apfel der Zwietracht. Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind da quasi. Okay. Warum wird der mir denn hier angezeigt, als ob der 1300 Kilometer weit weg ist? Ach nee, der ist ja auch hier unten. Ach, was erzähle ich denn hier? Hier, Apfel der Zwietracht. Okay, das ist dann doch noch ein schönes Stück weit weg. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir erstmal den Apfel holen. Dann eventuell nochmal zurückgehen, um das abzuschließen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und dass wir danach dann den Achilles machen werden in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg dorthin machen. Und sollte ich noch irgendwas finden, was man zähmen kann oder so, werde ich euch noch hinzuschalten. Ansonsten sind das jetzt böse oder gute hier? Ich glaube, das waren böse. Da laufe ich mal einfach drum herum. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Ja, sollte ich noch irgendwas Interessantes finden oder mir passieren, werde ich euch hinzuschalten. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Apfel. So.
So, und da sind wir wieder. Ich habe da hinten jetzt Pferde gesehen und werde mich mal langsam anschleichen. Ich weiß nicht, wie schreckhaft die sind oder wie groß dieser Radius ist. Der ist jetzt hier schon ein wenig schreckhaft. Ja, komm. Komm, ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig. Alles okay. Ja, wir haben ein zweites Reittier. Oh, ist das schön. Und die anderen kommen auch alle an. Die wollen mich beglückwünschen. Oh, ist das schön. Aber bei dir will ich jetzt nicht aufsitzen. Ich will weiter mit meinem Einhorn hier rumlaufen. Ach so, jetzt ist das weg, weil ich das ja gefunden habe. Tut mir leid, Leute. Das machen wir nicht. Ich werde hier vorne mal kurz einsammeln und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn wir angekommen sind. So. Gut. Wir müssen wahrscheinlich ganz hier oben. Wir müssen wahrscheinlich nach ganz hier oben. Nehme ich an. In die Richtung. Ah, Aphrodites Palast. Der majestätischste Anblick auf der ganzen Goldinsel. Der majestätischste bestimmt nicht. Ich denke da an einen speziellen Berg, der ziemlich königlich ist. Mir gefällt das aber irgendwie gar nicht, dass hier überall diese Geister sind. So. Ich denke mal, wir müssen da ganz hoch. Mal sehen. Wahrscheinlich werden wir die nicht ohne Kampf oder so kriegen. Fürchte ich. Jetzt wird es natürlich auch noch Nacht. Das könnten wir jetzt natürlich theoretisch mal eben ausgleichen. So, im Hellen sieht man ja bekanntlich besser. Was ist das, ein langer Weg hier? Mussten die das damals immer laufen, oder? Ich meine, gut, die Götter, die haben da wahrscheinlich kein Problem mit gehabt. Ach, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ihr seid Gegner, ne? So, was ist hier mit der Kugel? Ach, das ist der Apfel. Ah, okay. Okay. Ich mache euch perfekt. Ihr werdet leiden. Nee, ernsthaft. Es wird sich lohnen. So, ich kann den Apfel nehmen, aber ich müsste ganz sicher noch zwei Äpfel finden. Da hinten sind ganz viele Äpfel. Sind das alles Fake-Äpfel, oder? Schauen wir uns hier mal eben um. Ah, guck mal, da ist auch einer. Ich weiß nur gerade nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. War das nicht Y? Doch, meine ich doch. Okay, den ersten haben wir schon mal. Die Frage ist, wo sind die an... Nee, einer. Einer ist ja schon drauf. Wo ist der dritte dann? Ich schätze mal, ich muss da hinten ganz viele Sachen machen, damit ich den einen Apfel bekomme. Vermute ich mal. Weil der, oder ich muss mir einfach nur einen Apfel rüberholen. Das kann natürlich auch sein. Nein, nein, nein.
Wo ist sie? Ja, ist gut. War noch eine. Wo ist die dritte? Hä? Wo ist die dritte? Da war doch gerade noch eine. Ach, das war mein... Oh. Hab nichts gesagt. So. Nein. War mit der rechten Taste. Schmeißen wir den mal rüber. Geht der dann kaputt, oder? Ist der jetzt kaputt gegangen, oder nicht? Moment. Anscheinend nicht. Nein! Wo ist der hin? Ist das jetzt euer Ernst? Wieso hockt die sich jetzt hier hin? Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Muss ich hier vielleicht doch irgendwas mitmachen? Kann man die nicht nach drüben werfen? Moment, ich schau mal kurz. Ach, hier ist noch ein Schieberätsel. Oder sind das alles Fake-Äpfel hier? Aber das glaube ich eher nicht. Da fehlen aber doch zwei Teile, oder? Ja. Wieso kann ich das jetzt nicht bewegen? Nein, den will ich nicht aufheben. Ach so. Ach, ich verstehe. Okay. Okay, verstehe. Dann haben wir, Moment, das. Das ist natürlich jetzt blöd. Den müssten wir nach oben legen. Nein, du sollst den noch... Oh Mann, ey. Sollst den da nicht reinschieben? Ich muss hier erstmal gucken. So, Moment. Das da rein. So. Jetzt komme ich da aber nicht ran, um das nach unten zu schieben. Ich will das eigentlich nach links schieben. Kann ich das jetzt nicht nach links schieben? Euer Ernst jetzt? Oder kann ich die beide nach links schieben? Ach, ich kann... Okay. Ja, das ist jetzt doof, dass ich nur beide gleichzeitig schieben kann. Ich will den aber nicht nach oben machen. Ich will den da hinten nach rechts schieben. Aber dann schiebe ich den auch wieder mit nach rechts. Das ist doch total Banane. Ich kann den jetzt nur nach oben. Wenn ich das aber mache, dann kriege ich den wieder nicht mehr. Das haben sie aber jetzt doof gemacht. Dass man die jetzt nicht... Normalerweise kommt man die doch schieben, ziehen. Gab es da keine Taste für? Was war das denn? Hä? Habe ich irgendeine Passive, dass ich mich unsichtbar machen kann? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich kann hier nichts machen, um den zu halten. Das ist doch doof. Ja, ich will auch kein Reittier holen. Das ist wirklich doof, wenn ich das jetzt rüberschiebe. Dann habe ich immer noch das Problem. Ja, das will ich ja gerade nicht da reinschieben, Leute. So kann ich das ja nur wieder zurück machen. Sonst kann ich ja nichts anderes machen. Ich könnte das jetzt oben reintun. Das will ich aber nicht. Hat aber richtig blöd gemacht. Hier kann man das irgendwie zurücksetzen. Weil ich habe das am Anfang nicht gesehen, dass das ja auch gesperrt ist. Ich dachte, man kann das ja einfach so schön hin und her drehen. Aber dass man jetzt nur zwei schieben kann, das ist auch richtig Mist. Das heißt, ich habe quasi nur die Wahl, das jetzt oben reinzuschieben. Was anderes kann ich nicht machen. Ich könnte jetzt theoretisch das hochschieben.
Und das nach links. Weiß nicht, ob mich das jetzt weiterbringt. Weil die dann ja... Obwohl, naja... Das Problem ist, ich kann das jetzt nicht so schieben, wie ich es schieben möchte. Aber ich kann das reinschieben. Was mir dann wieder nichts bringt, weil ich dann wieder eins von denen... Obwohl, naja, gut. Nee, dann kann ich das wieder nur runterschieben. Nee, ich kann es... Moment, ich kann es noch reinschieben. Und theoretisch könnte ich ja das hochschieben. Geh mal weg hier. Das runterschieben. Und dann habe ich ein Problem, weil ich es dann falsch habe. Oh Gott. Und ich das jetzt dahin, das hoch und das darüber. Das müsste aber eigentlich gehen, oder? Das rüber. Dahin. Auch wenn die Kameraperspektive sich nicht ständig ändern würde. Das nach links. So. Guck doch mal von oben drauf, Mädel. So. Und so. Oh mein Gott, war das jetzt ein blödes Rätsel. Okay, was ist das? Ach, das war nur wegen Münzen. Na toll. Oh, euer Ernst. Das hat nur mit Münzen zu tun. Was ist mit denen hier? Muss man da auch noch irgendwas machen? Ist wahrscheinlich wieder ein komplett anderer, oder? Ich weiß nicht. Ich würde nur gerne aufheben. Eros, das Muttersöhnchen. Macht, was Aphrodite befiehlt, wie einst, als er Helene mit seinem Pfeil angeschossen hat, um die Abmachung mit Paris einzuhalten. Ob Phönix die Macht eines Pfeiles an der Statue der Helene ausprobieren wird? Also es sieht so aus, als ob ich schnell hinfliegen müsste. Und das dann festhalten müsste oder so. Das ist doch Mist. So viele habe ich jetzt auch nicht mehr hier. Kann ich da hinten nicht irgendwie hochgehen? Jetzt ist es... Hallo, geh da hoch. Jetzt ist es wahrscheinlich ganz weg, oder? Nein, meine 1000 anderen Versuche liegen hier noch im Wasser. Wieso sagt mir das denn keiner? Ah! Okay. Perfekt. Was mache ich jetzt mit dem? Könnte ich theoretisch dahin bewegen? Muss ich den da runter bewegen? Das ist jetzt die Frage. Ja, anscheinend ja, aber da muss ich von hier aus auf jeden Fall. Okay, probieren wir mal einfach. Im schlimmsten Fall muss ich das Ding halt nochmal komplett nach oben bringen. Ja. Wenn ich den loslasse, sollte der eigentlich schneller rollen, ne? Kennt meine wahre Macht noch nicht. Ja, nerv uns doch nicht ständig. So. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Aber ich gehe mal stark davon aus, irgendwie hier runter. Okay, das sieht gut aus. Athena, wenn Paris den Trojanischen Krieg erahnt hätte, hätte er vielleicht lieber deine Weisheit der Kriegsführung im Austausch für den Apfel gewählt. Aber... Oho! Ein Zeitparadoxon! Was? Wow, du bist klüger, als ich dir manchmal zugestehe. Oh, ich bin kurz eingenickt. Was hast du gerade gesagt? Vergiss es. Ach so, da kann ich nicht durch. Ach, sagt mir das doch einer. Okay, ja.
Muss ich denn hier jetzt irgendwas machen? Muss ich unten irgendwas machen? Da komme ich wahrscheinlich hoch mit dem Strahl, ne? Da komme ich jetzt auch nicht durch, nehme ich an, ja. Hier unten kann man durch. Was? Legendärer Gegner? Oh, oh. Was für ein legendärer Gegner? Der Hahn, oder was? Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen erstmal die Kugel wegbringen. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Also hier unten ist ein legendärer Gegner. Ich könnte jetzt mal eben schnell speichern, damit ich nicht wieder das Problem habe. Ich würde den eigentlich lieber in der nächsten Folge dann machen, aber ich müsste da noch irgendeine Möglichkeit haben, die Kugel hier durchzumachen. Die Frage ist, also den Apfel, das ist ja keine Kugel. Die Frage ist, kann ich den anheben? Ich glaube, den kann ich nicht anheben, ne? Und hier haben sie alles extra zugemacht. Das heißt, ich gehe stark davon aus, das wird wohl alles mit dem Legendären zusammenhängen. Ja, ich gehe stark davon aus, dass das irgendwas mit einem Rätsel hier oben zu tun hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich schaue nochmal eben nach. Also irgendwo muss es ja dann hier was geben, was wir noch machen können. Das kann man auch nicht kaputt machen hier oder so. Okay. Ja. Also, wir haben den Apfel bekommen. Wir haben das Schieberätsel gemacht. Leider nur für die Münzen. Mehr Sinn hat das Schieberätsel jetzt irgendwie auch nicht gehabt. Moment, da unten sehe ich jetzt irgendwas Blaues noch. Oh, aua. Das muss ich wahrscheinlich öffnen. Hier finde ich mehrere von den Dingern. Und hier muss ich schießen, so wie es aussieht. Oder? Das ist das Grüne. Die anderen sind gesperrt. Ich schau mal eben nach. Ach so, verstehe. Okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Zeit haben. Aber wo sind die anderen beiden? Ach nee, das war... Hä? Stand da nicht gerade 6 von 8? Ja, das ist schön. Aber wo kommt die dann hin? Die kommt nach... Ach so, klar. Die kommt nach oben, oder? Muss ich die jetzt nicht nach oben werfen, wo ich gewesen bin? Theoretisch. Praktisch, keine Ahnung. Ach so. Ja, ich weiß es nicht. Also die war ja schon offen. Da war ja dieser Apfel drin. Aber ich denke, da muss ich die nicht hin tun. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die hier reinlegen muss, oder? Nee. Aber ich sammle die trotzdem erstmal hier oben. Weil ich erstmal gucken muss, wo die überhaupt hingehören. Da unten sehe ich jetzt nichts. Da sehe ich zwar noch so eine... Da kamen wir her, ne? Da hinten ist die Blockade. Da unten ist auf jeden Fall noch eine zweite Kugel. Ach, da unten. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Das ist wieder so ein blödes Sternenbildrätsel. Die sind ja an sich nicht schlecht, aber das dauert immer 3 Stunden, bis man dann alle Kugeln hier hat. Keine Ahnung. Zack. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt. Okay, gut.
Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich die überhaupt hier reinlegen soll. Ah, da. Oben rechts. So. Da haben wir schon mal eine. Da hinten ist noch eine und da ist, glaube ich, auch noch eine, ne? Schon wieder der legendäre. Ich befürchte, legendärer Hahn, ja. Ich befürchte, dass wir das machen müssen. Moment. So. 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 So, und ich kann euch auch versprechen, dass wir definitiv hier mit dem Rätsel weitermachen. Da das jetzt aber alles schon so ein bisschen lange gedauert hat, denke ich mal, dass ich den Hinweg ganz am Anfang rausschneiden werde. Und ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, dass wir dann doch in der nächsten Folge mit dem legendären Hahn weitermachen werden am Anfang. Weil ich muss, denke ich mal, dahin, um da hinten die Perle zu kriegen. Und ich vermute, dass ich das Perlenrätsel wohl lösen muss, also hier dieses Sternbild, wie auch immer, um das zu öffnen. Wahrscheinlich ist das ein Trugschluss, aber ja, ich habe keine Ahnung. Wir werden es in der nächsten Folge hoffentlich herausfinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!